Ich finde eher beides. Ich meine, gerade wenn du hier so wie ETS2 fährst, manchmal weißt du auch, also ich habe mich heute auch ein bisschen vorbereitet auf den Stream, ja, welchen Content ich da anbieten will. Um 19 Uhr kommt der liebe Lukas bei mir in den Voice Chat rein. Da reden wir ein bisschen über den von Microsoft Flight Simulator neuen Airbus. Weil ich will ja, ich habe ja immer noch vor mir ein Dashboard zu bauen mit einem kleinen, mit der Airbus Family. Okay, die AZJ 330 900. Weil mich einfach so die Rückmeldung einfach interessiert. So wie gestern, wo wir über das Lenkrad gesprochen haben, wo noch meine Mods da waren. Weil ich habe mich nämlich jetzt auch zu einem Punkt mehr für Fanatec entschieden als Moser. Aber ja, im Endeffekt muss ich ja damit klarkommen. Gerade wenn es heißt, Assetto Corsa, dann wird er fahren. Weil auf der einen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gerade wie Hessen Zander vorhin fragt, wann das nächste Mal wieder Final Fantasy ist, ich habe schon Bock, dieses Spiel zu spielen, ja. Aber ich habe halt schon vor Ankündigung halt gesagt, hey, pass auf, jetzt machen wir erstmal die ETS-2-Woche, weil dann bleibt es ja wieder ruhen. Ja, und dann geht das Ganze wieder weiter. Alles klar. Das heißt ja nicht, dass ich das dann gar nichts mache, wie zum Beispiel den Community-Dienstag, ne, für LS. Jeden Dienstag möchte ich halt mal versuchen. Ja, das muss halt stehen bleiben. Dass wir zusammen da einfach, die wo Lust haben, dann auch mit LS zocken. Ob wir das dann um 18 Uhr später machen, dass wir sagen, wir fangen dann den Stream ein bisschen später an. Kann man ja machen. Silver Run Force ist halt jetzt momentan gerade auf dem Server. Es wird gerade wenig gespielt, deswegen, es wird bis zu 50 Folgen. Ich will einfach ein bisschen Erfahrung haben mit der Force Map. Hat nämlich die. Es geht nämlich dann für mich, für meinen privaten Spielstand nämlich da um die Baumschule. Und dementsprechend wird dann das Ganze dort auch da verewigt. So. Weil durch die Erfahrung, die ich bei Pavel auf der Osada gemacht habe, wie gesagt, ist eine sehr schnucklige Karte. Ja. Muss ich halt mal da, muss ich auch dort mal weitermachen. Weil. Hoppala. Ich schaue morgen einfach mal nach ETS 2, was ich da machen kann. Alles klar, kein Problem. Aber wie gesagt. Du musst aber aufpassen, wann ich online bin, ne? Ich meine, wir haben jetzt. Wir haben angefangen von einer. Jetzt vor einer Stunde. Rechne mal 9 Stunden drauf. Und dann habe ich 11 Stunden Pause. Also kannst du mit den 9 Stunden, wenn du drauf rechnet, auf 17:30 Uhr. Was sind 10? Boah. Ich kann gerade nicht rechnen, ey. Halb 9, halb 8. Also kannst du wieder so um die Uhrzeit kommen. Wenn sogar nicht noch später. Weil ich finde dieses, gut, das einzige Reifen-DLC, was ich nicht habe, ist von Goodyear. Ich habe noch den. Wie hieß dieser andere Trailer, der jetzt da rauskam mit den.
Kamel da. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl, ja. War klar. Ich vertue mich jedes Mal bei so einer Abfahrt da. Heute eine Besonderheit. Flughöhe 49.000. Da geht er ab. Hat jemand ein Boot bestellt? Oh, ja. Das sieht doch so gut cool aus, ey. Hoppala. Ich habe gar keinen Mods mehr drauf, fahre nur noch TMP oder mit Pro Mods. Okay. Also mag ich keinen nicht über den Konvoi mit den Mods fahren. So, im Flugzeug gibt es heute auch einen besonderen, richtig geiles Essen. Ja. Du, mach da nichts draus. Die Mods findest du bei mir im DC, im NTG-Reiter. Die sind alle auf dem aktuellen Stand. Ich habe mich da schon drum gekümmert. Ne? Oder gib ruhig mal den Befehl Ausrufezeichen WOT ein. Weil da ist die Liste auch verlinkt. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Was gibt's denn für besonderes Essen, Lukas? Gegrillter Lukas am Halloween-Spieß. Ja, genau, die Modliste da unten. Das ist sie. Schnitzeln so alles. Weißt du, nach dem Stream ist bei mir leider was anderes angesagt. Leckere Gurkensalat mit der Wurstbrot, Käsebrot und das war's. Kann ich bei dir dann auch mitfahren, wenn ich nicht. Ja. Klar, wenn du das Standardspiel hast, das ist ja kein Problem. Wie gesagt, letzter die Mods runter, die da sind. Sollte ja kein Problem sein. Wenn es wie bei Truckers TMP ist, ja. Hast du quasi nicht die Erweiterung, die Kartenerweiterung, kannst du ja nicht in das Land reinfahren. Weil das Schöne ist nämlich, dann brauche ich nämlich nicht mein Mercedes zu fahren, ja. Dann kann ich nämlich den MAN oder den Renault fahren. Oder mal fahren den Spezialtransport.
Was heißt Spezialtransport? Ja. Schauen wir einfach mal. Weil das sind auch Erfahrungswerte, wo ich dann auch wieder sammle, mit euch zusammen. Wenn wir sagen, ey, pass auf. Dann deaktivieren wir die ganzen Karten-DLCs. Ja, ist ja auch kein Problem. Fangen wir halt nur in Deutschland rum. Das ist ja alles kein Problem. Das ist wie ich beim LS-Server gemacht habe. Hab die Akte deaktiviert, Cosplay, ab drauf und gib ihm. So. 900 Kilometer haben wir noch. Ich fahre auch ein Mercedes. Sieht nur anders aus. Meiner ist, glaub ich, schwarz. Ja. Hey, wenn du schöne Screenshots hast, ne? Gib mal Ausrufezeichen DC ein. Ich habe eine ETS2 Bildergalerie. Da postet jeder was rein. Ja, liebend gern. Okay. Ja. Ach ja. Weißt du, was bei Kurzzeitgedächtnis das Problem ist? Ja, jetzt ist mir auch gerade aufgefallen. Weißt du, aber das ist mein Problem mit meinem blöden Kurzzeitgedächtnis. Versuchst du alle zu merken und dann, uff. Ja. Vielleicht können wir gerade noch über ein anderes Thema reden, was mich besonders sehr interessiert. Und zwar, ich habe ja mal irgendwo im Stream haben wir mal drüber geredet, dass es ja bei der FFA, also bei der Free Flight Airline, wo ich ja drin bin, dass die quasi mit ETS2 zusammen ein Plugin gemacht haben, wo du quasi, du fliegst, fliegst nach Leipzig, gibst die Fracht an der Spedition und die Spedition fährt so weiter. Kenne ich, vergesse ich halt auf meinen Einkaufen, ja. Geht mir genauso. Das ist vor allem, wenn man schnell macht. Kommen wir aber gleich dazu. Bei mir ist es so, also was ich vorhab, oder was ich schon am machen bin, das ist, ihr kennt ja Train Life. Train Life heißt das ja, Train Life. So, und da kannst du ja auch mit dem Zug von A nach B quasi fahren. Ist leider nur ein Singleplayer-Spiel. Aber wenn ich zum Beispiel da Transport mache, sagen wir mal vom Stahlwerk oder irgendwas, transportiere nach Stuttgart hoch, ins Lager, dann kriegt die Spedition quasi einen Auftrag. Und weil ich ja über dieses Truckers MP Aufträge generieren kann, kann ich meinen Disponent oder meinen Fahrer sagen, pass auf, da kam was in Stuttgart an, das muss hoch nach Porto oder irgendwo hin. Beispiel. Oder wie beim Flugsimulator, den FS9er, den ich hier da habe. Die MD-11 kommt aus Barcelona nach Frankfurt. Ich fahre nach Frankfurt. Hab da in der Telemetrie was gehabt. Oder soll da eine Fracht annehmen. Und fahre dann quasi von Frankfurt, vielleicht nach Nürnberg oder sonst wohin, weil ich dann transportiere. Ist eigentlich eine recht geile Idee. Und wenn das klappt, wenn es klappt, das ist dann quasi, na, auch so angezeigt wird. Aber dafür muss ich hier auch die Daten auslesen können. Aber es braucht natürlich auch wieder so seine Zeit. Ja, also
Das ist halt schon reine Programmierung. Es klingt auf jeden Fall interessant, ne? Ob es machbar ist. Muss halt nur fragen, ne? So, was sagt denn jetzt eigentlich? 826 Kilometer, wow. Also ich will gerne wissen, wie viel Schaden ich am Reifen habe. Ja, aber das können wir nochmal nachgucken. Weil so viele, wie die mir gestern da reingeknallt sind, ist schon der Hammer. Ach, warum? Ach, willkommen, ey. Dieses Gas-Bremspedal da. So. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen, was euch noch so brennend interessieren würde? Nehmen wir den Schwung mal mit hier. So. Hoppala. Was ist das? Ah. Ich dachte, da vorne wäre wieder ein Stau. Machen sie ja gerne. So, jetzt sind wir schon eine Stunde unterwegs, ey. Jetzt haben wir noch quasi eine halbe Stunde bei 700 Kilometer. Geben wir mal ein bisschen Gas. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.